Ich sitze in der Handwerkskammer in Lübeck zusammen mit Herrn Ahrens und ich habe ein paar Fragen mitgebracht zum Thema Ausbildung, die Herr Ahrens mir beantworten wird. Fangen wir einfach an. Herr Ahrens, wenn ich mit dem Gedanken spiele, eine Ausbildung zu beginnen, welche Überlegungen sollte ich dann anstellen? Ja, also wir gehen ja davon aus, dass ich derzeit oder dass die Personen, über die wir hier reden, aktuell sich in einem Studium befinden und sich ja grundsätzlich mit dem Gedanken beschäftigen, ihr Studium möglicherweise abzubrechen und eine Ausbildung zu beginnen. Das bedeutet natürlich, dass eine solche Entscheidung man ohnehin nicht von heute auf morgen fällt. Im besten Fall bereitet man sich da sehr gut drauf vor und meist gelingt einem das besser, wenn man das nicht mit sich alleine ausmacht, sondern eben auch die Familie zu Rate zieht, den Freundeskreis oder eben auch institutionelle Beratungsangebote, wie wir von der Handwerkskammer das beispielsweise den jungen Menschen hier anbieten. Und wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, zu einer Beratung, sollte ich mir irgendwelche Sachen wahrscheinlich im Vorfeld überlegen. Welche wären das vielleicht? Also wir sprechen ja von Ausbildung. Man kann natürlich, es gibt eine enorme Vielzahl an Ausbildungsberufen. Natürlich gibt es handwerkliche Berufe, es gibt kaufmännische Berufe. Von daher ist es schon wichtig, dass man sich diesem Thema annähert, dass man schaut, wo sind meine eigenen Talente, dass man sich, möglicherweise hat man ja schon das ein oder andere Berufsbild im Fokus, möglicherweise gibt es dort familiäre Prägungen, man hat aus seinem Freundeskreis schon über bestimmte Berufsbilder Informationen bekommen oder ich habe mich eben auch schon entsprechend informiert bei der Agentur für Arbeit, bei der IHK, bei der Handwerkskammer. Wichtig ist, dass man für sich selbst ein Gefühl dafür bekommt, wie man denn so tickt. Und weil immerhin geht es da um eine sehr folgenschwere Entscheidung möglicherweise, die ich fälle, wenn ich dann ein Studium abbreche und eine Ausbildung beginne. Und im besten Fall möchte ich ja in diesem Ausbildungsberuf, den ich dann erlerne, auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht nur mein Geld verdienen, sondern idealerweise auch Erfüllung finden, eine gewisse Form der Befriedigung, Spaß haben, glücklich sein. Da hilft es dann schon, sich selbst einmal ein paar Fragen zu stellen, wie beispielsweise die Frage nach meinen eigenen Talenten, wenn ich dann bestimmte Hobbys beispielsweise ausübe oder auch in der Rücksprache mit meiner Familie mal erfahre, was hat mich vielleicht auch als Kind interessiert. War ich jemand, der immer mit seinen Händen was geformt hat, gebastelt hat, viel draußen war? All das bietet möglicherweise Rückschlüsse darauf, was für einen Ausbildungsberuf dann für mich auch passen könnte. Gerade im Handwerk geht es natürlich darum, der Name oder der Begriff deutet es ja an, dort arbeite ich unter anderem auch mit meinen Händen, nicht nur. Und da gibt es ja den schönen Spruch, dass man eben nicht zwei linke Hände dafür benötigt, sondern eine linke und eine rechte, damit das eben auch alles funktioniert. Also all das sind Dinge, die ich mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Es ist aus unserer Beratungspraxis häufig so, dass wir erleben, dass junge Menschen über den Ausbildungsberuf versuchen zu erkennen, welcher Beruf denn für sie möglich wäre. Aber bei der Vielzahl an Berufsbildern, die es gibt, in unterschiedlichen Branchen, mit unterschiedlichen Werkstoffen, in großen Unternehmen, in kleinen Unternehmen, führt das oft nicht unbedingt zum Erfolg. So dass eine kritische Auseinandersetzung mit seinen eigenen Ideen, mit seiner Haltung da deutlich weiterhilft, so dass man quasi durch die Hintertür dann auf 3, 4, 5 Berufsbilder kommt, auf die man sich dann vielleicht noch mal intensiver vorbereitet. Das waren jetzt sehr persönliche, ich würde sagen softe Fragen, die man sich stellen sollte. Es gibt bestimmt auch noch so ein paar, ich nenne es harte Fragen, die man sich ja vorab vor so einem Beratungsgespräch stellen sollte. Welche wären das?
Naja, also die Frage der Finanzen oder der Gehälter spielt natürlich immer eine Rolle. Also was verdiene ich in der Ausbildung? Punkt eins. Es ist ja auch so, dass wenn ich aktuell studiere, habe ich möglicherweise schon einen eigenen Hausstand, sodass dann eine Ausbildung finanziell so ausgestattet sein muss, dass ich eben auch meinen Status halten kann. Wenn ich dann vielleicht nicht aus dem familiären Background finanzielle Unterstützung bekomme. Also die Frage der Finanzen ist natürlich ein zu überprüfender Aspekt. Was verdiene ich in der Ausbildung? Was ergeben sich möglicherweise für Perspektiven nach der Ausbildung? Also wo möchte ich dann hin? Ist für mich eine Ausbildung möglicherweise nur ein Zwischenschritt zu weiteren Karriereschritten? Oder möchte ich eine Ausbildung machen, die und dann in diesem Berufsbild auch erstmal Berufserfahrung sammeln? Sicherlich ist es auch wichtig, für sich selbst die Frage zu beantworten, inwieweit ich mobil bin. Also im engeren Sinne habe ich einen Führerschein, habe ich Zugriff auf ein Fahrzeug, um eben auch dorthin zu kommen, wo mein Ausbildungsbetrieb dann auch ist. Bis hin zu der Frage, wenn ich mich auf einen Ausbildungsberuf fokussiere und es den hier möglicherweise in dieser Region nicht unbedingt im Angebot gibt, dann sollte ich mir auch überlegen, bin ich bereit, auch wegzuziehen, woanders meine Existenz aufzubauen. Da tauchen natürlich dann wieder ganz neue Fragestellungen auf. Befinde ich mich schon in einer festen Partnerschaft? Habe ich möglicherweise auch schon Kinder? Was macht die Familie? Habe ich dort irgendwelche Verpflichtungen? Also gliedert sich dann immer wieder weiter auf bei jedem neuen Aspekt, den ich da hineinbringe. Aber sicherlich ist sozusagen die Mobilität im weiteren Sinne, sind die Finanzen eine Frage und sicherlich auch lohnt sich einmal das Überprüfen, ob ich dann grundsätzlich eher in einem kleineren Unternehmensumfeld mich sehe oder eher in einem größeren Unternehmensumfeld. Also wobei das dann auch eher wieder ein Aspekt ist, der sozusagen bei diesen sogenannten, wie Sie ansprachen, soften Attributen vielleicht zu finden ist. Aber auch das ist entscheidend. Ich muss schon erkennen können, ob ich eher ein familiäres Umfeld bevorzuge, wo dann möglicherweise die Hierarchien sehr flach sind, wo ich auch schnell in die Verantwortung genommen werde, auch als Lehrling oder Auszubildender schon. Oder möchte ich eher sozusagen in großen, möglicherweise sogar Konzernstrukturen einsteigen, wo sicherlich die Karrieremöglichkeiten vielleicht besser sind, aber wo ich dann tatsächlich auch sehr reduziert möglicherweise auf Abteilungen und auf bestimmte Tätigkeiten meine Arbeit verrichte. All das sind Dinge, die ich mir vielleicht noch nicht final beantworten muss, bevor ich dann in eine Beratung gehe, aber ich sollte sie zumindest auf dem Zettel haben, weil es fügt sich dann eben sukzessive ein Bild und im besten Fall steht am Ende dieses Bildes dann vielleicht nicht ein konkreter Ausbildungsberuf, aber zumindest eine Bandbreite, eine Tendenz, die dort erkennbar wird. Und die Beantwortung dieser Fragen hilft einmal mir selber und Ihnen natürlich sicherlich auch bei der Beratung. Klar, also als Reflexionsmittel ist es immer gut, auch sich ein paar Fragen zu stellen und die im besten Fall auch zu beantworten. Und es ist sicherlich auch gut, nicht nur im eigenen Saft zu köcheln, sondern eben auch mal den besten Freund oder die beste Freundin zu fragen, sag mal, wie stellst du dich mir denn in einem Ausbildungsbetrieb vor? Ja. Also was denkst du, wo passe ich gut hin? Da gibt es sicherlich das ein oder andere Aha-Erlebnis, könnte ich mir vorstellen. Wunderbar, Herr Ernst, vielen Dank für Ihre Antworten. Sehr gerne.